Schönen Tag, und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Jungle Heat, Jungle Book. Und heute geht's wieder los in Jungle Heat. Wir sind hier wieder am Start und sind zu einer kurzen Nachtsession, wie ich gerade auch noch aufgenommen habe. Hier zusammengekommen, um ein bisschen Jungle Heat zu spielen und kurz meine aktuelle Situation zu verklagen. Ich bin jetzt wieder oben und habe jetzt zum Farmen bis ich auf Level bis meine Kommandozentrale auf dem höchsten Level zu sein scheint, erst noch viele andere Sachen zu tun. Und das ist runtergehen. Muss ich euch noch ein bisschen mit euch machen. Ein bisschen runtergehen, ein bisschen schauen mit die Leute alles an. Sachen haben und heute noch was dazu zu erzählen, was ihr im Jungle so alles möglich machen solltet. Wir gehen mal jetzt auf die Truppen. Ich bin jetzt ein bisschen sterben, wir müssen gut zu erzählen haben. Die Truppen erst einmal, also die über den Vektor oder wie es wie auch immer heißt. Das werde ich gar nicht viel sagen, weil der Vektor ist eine Truppe, die oder keine Ahnung. Das ist it. Hier, Vortex, genau. Der Vortex ist eine Truppe, die sich von Stärke übertreffen lässt, aber nicht von Eleganz und Schönheit. Das Ding sieht echt total hässlich aus, meiner Meinung nach. Sonst ist das eigentlich die Abkürzung Vortex, keine Ahnung, Volumen ohne Rotex Magie oder sowas. VOR, Volumen könnte schon mal stimmen. Irgendwas Wissenschaftliches würde es auch klappen. Auf jeden Fall ist der Vortex natürlich sau hässlich, meiner Meinung nach. Er hat die Kraft eines Pumas, die sich wirklich in das Fleisch der Menschen schneiden lässt. Und dieses Fleisch hat er immer noch, wenn er sich jeden Tag so ein Vortex, das für die Basic Massivieren hier. Für einen oder den anderen Tag hier als Vortex zur Verfügung gestellt. Weil der Vortex eine Truppe ist, die ich glaube die stärkste im Spiel, wie dazu da scheint zu sagen. Jetzt würde ich aber auch sagen, dass er eine starke Truppe im Spiel der Eisensturm ist, weil er einfach mit zwei Schüssen auf seinem Rücken einfach nur ein Hammerteil ist und immer noch ein Weihnachtsmann ist, obwohl es gar nicht mehr so weihnachtlich ist. Frage ich mich auch noch, warum er jetzt noch ein Schneemann ist. Die aktuelle Form hier in Jungle Heat ist so. Ich wollte nicht mit der Kampagne weitermachen, bis ich jetzt, wie gesagt, Kommandozentrale Level 9 bin, also noch einer höher. Bevor ich echt starke Truppen habe, die wirklich zeigen können, dass sie was drauf haben. Und bis dahin können wir auch nichts anderes machen, als einfach bloß runtergehen, farmen für die Helden. Dass ich dann als nächstes natürlich wieder jemand anderen upgraden will. Wie ich als erstes hier noch den. Und unser Clan steigt aber so schnell auf. Hammer Sache, ich will mal gucken, wie stehen wir denn überhaupt im Clan-Turnier. Da stehen wir auf dem Platz ganz unten. Ne, sechster. Exzellent. Ja, ich habe dann wieder drei Raum gestartet, aber um weiter zu reden, ist das, wenn man diesen Turnier wirklich viel
an das Tor nehmen kann. Das wäre mal so meine Sache. Weil es in vielerlei Hinsicht intelligenter ist, schneller hochzugehen für bessere Truppen, als sich jetzt vollkommen auszubauen. Das kenne ich von Leuten, die haben es gemacht und haben es nicht wirklich schwer davon zu tragen. Und das ist sensationell gut gemacht, weil das ist so leicht hier, ich bin kaum angegriffen irgendwie. Aber ich habe nur gesagt, warum ich weiß nicht, welches letzte Mal angegriffen wurde. Ist schon ein bisschen mehr. Deswegen denke ich, dass es auch sehr schlau wäre, so weiterzumachen. Ich will nicht so weitermachen. Ich denke nach dem alten römischen Glauben, dass man alles nur hochziehen sollte. Weil es besser aussieht und außerdem auch das Spiel entsprechend spielbar ist. So. Deswegen bleibe ich weiter auf meiner Schiene, auf der ich immer schon gefahren bin. Und zu dieser Sache will ich auch noch dazu anzuwenden, dass man vielerlei Hinsichten in Sachen Games Code auch unterstellen könnte, weil die werden sie nochmal hier, die Diamanten kriegt man so leicht durch die, wenn man einen etwas guten Clan hat, mindestens alle, keine Ahnung wie viele Diamanten, die man sich dann gut einfügen kann. Und dafür sollte man auch im Jungle loben, dass sie so ein System drin haben, und ich glaube, ganz voll die keine einzigen Gems gewonnen, außer den Sachen, die drumrum sind. Aber ich glaube, hier gibt es ja keine Diamantenkisten oder wie man das nennt. Guck mal gar nicht durch. Kommen wir zur letzten Sache des heutigen Tages des Videos. Nämlich die Mauern. Genau, das wichtigste manchen beiden Spielen wie Clash of Clans und Jungle Lead. Oh, hat mich gerade erschreckt. Die Mauern sind in beiden Teilen einfach unglaublich wichtig. Ich glaube in Jungle Lead weniger, weil man ja wie gesagt weniger angegriffen wird. Also Clash of Clans. Clash of Clans hat das auch wenig angegriffen, weil in dem Update jetzt Schilder auf einmal so overpowered sind. Dass man da gleich, wenn man gleich so einen Heimangriff bekommt, gleich schon so ein fettes Schild bekommt. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Jetzt kann man sich das ganze Schild wegbrechen lassen. Und die Sache dabei, dass die Mauern immer mitgezogen werden. Ich würde immer mitziehen, weil es einfach bloß so normal ist. Die Mauer Rusher, die nur die Mauer Rusher, die anderen machen gar nicht, die sind. Haben die irgendwie gedacht, dass die 8. Mauer ausreicht, aber nach meiner Meinung reicht die überhaupt nicht aus. Ich brauche eine Mauer, die mein Rathaus entsprechend aussieht, damit meine Base entsprechend gut aussieht. Das erste, weil ich sehe dann die Mauern und dann ich sehe, dass die Mauern schlecht sind, denke ich auch, dass die Base schlecht ist. Und dann sage ich schon mal ziemlich die Mauern mit hoch, weil. Ich nutze nicht, wenn ihr da jetzt schon eine Base auf Level 7 habt oder 6er Mauern drin habt oder 5er. Oder noch besser ein 10er mit 7er Mauern, das ist so typisch für manche Leute. Das ist normal Klischee, aber ihr könnt einfach die Mauern ein bisschen, egal wie lange es dauert. Ihr habt wenigstens danach ein langwieriges Spielspaßgefühl, wie ich es auch hatte, wo wir eben die anderen Mauern hochgezogen haben. Da haben wir auch viele Sachen noch gemacht, die aber nicht gar nicht so lange gedauert haben. Mit den höheren Rathausleveln wird es ein bisschen länger dauern, aber ich glaube, da werdet ihr mich auch noch mit begleiten. So langweilig, glaube ich, wird das nicht, wenn ich vorher hochgehe. Let's Play soll so fortgeführt werden, genauso hier wie hier bei Jungle Heat. Wie ich das ganze Spiel spielen würde, weil jetzt geht ja nochmal ein Spielziel. Und genau deswegen spiele ich ja auch so. Und wir sind jetzt schon bei 1500 noch was angekommen.
Ich bin ganz so schnell. Ich habe geredet darüber. Aber man muss doch sagen, dass manche Leute auch recht haben mit den Mauern aufsieben. Weil in manchen Foren steht auch drin, dass die Mauern eigentlich die besten sind. Weil sie einfach die Kraft der 6er und der 8er sich vereinen. Was eigentlich so völlig vollkommen unsinnig ist. Dass ich Leute die beste finde, finde ich echt komisch. Und muss ich euch sagen, Leute, wenn wir jetzt unter 100 sind, machen wir erstmal Schluss für heute, weil es ist schon ein bisschen spät und ich kann auch nicht mehr ein bisschen so viel reden. Gut, dass wir mal ein bisschen über die zwei Spiele geredet haben, weil es sind jetzt zwei Spiele, die auf jeden Fall viel Potenzial haben. Clash of Clans hat auf jeden Fall viel höhere Einschaltquoten als Jungle Need, aber Jungle Need könnte auch noch ein bisschen groß werden. Wer jedes Spiel so sieht als Abklatsche von Jungle Need oder Clash of Clans, ist die höchste Abklatsche immer nicht gewöhnt. Jetzt erst auch gedacht, dass es so eine Abklatsche wäre, so Armee-Verarsche, sagt man ja meistens. Und das muss ich echt sagen, ist gar nicht so. Aber Clash of Clans war auch nicht der erste, muss man dazu sagen. Man sollte nicht alles schlecht machen, was vorher war. Nur ein bisschen ziehen. Weil vielleicht war es auch gar nicht vorhin, muss man gar nicht, wieso muss man so nachgucken. Ein bisschen klugscheiß geht es hier. Aber trotzdem müssen wir nicht darüber reden, dass das Spiel jetzt wirklich geklaut ist oder nicht. Ich würde nicht sagen, nämlich hier sind viele Sachen, die anders sind als in Clash of Clans. Das Farmsystem ist anders und viele andere Sachen noch. Genauso wie die Clan-Turniere. Dass man eine Boni bekommt, wie gesagt. Das ist auch noch eine gute Sache. So, Dankeschön. Oh Leute, das hätte es beides nicht davon ab, die Spiele zu spielen, weil sie einfach bloß insgesamt so ein schönes Spezial geben, die ein bisschen Spaß machen. Muss ich noch am Ende sagen, dass ich Jungle Heat und Clash of Clans beide ein unglaublich gutes Spiel finde. Aber muss euch jeder für sich selbst entscheiden. Ich spiele ganz gerne insgesamt. Es gibt sicherlich noch bessere Spiele und hier ist auch der Gegner, an den ich jetzt meine ganze Truppe auslassen werde. Also nehmen wir jetzt erstmal ausbeuten. Da werde ich gleich nochmal auf dem Handy, glaube ich. Ich würde natürlich auch noch auf dem Handy runtergehen. Und das war's dann, Leute, für diese Folge von Jungle Heat. Ich werde euch mal zeigen, wie die Typen jetzt am erzählt werden. Wenn ihr dann kurz euch gefallen lassen würdet, dann würde mich auf jeden Fall super freuen, wenn wir ein bisschen gut machen. Ein bisschen über ganz beiden Spielen, die wir echt gerne spielen, wahrscheinlich. Und ja, wenn ihr weiter so ein Schädel sein wollt, abonniert mich. Sonst wünsche ich euch einen schönen Tag. Zockt viel, jeder der es mag. Nicht viel Schule sein. Schönen Tag noch. Und schönen Tag. Ein Schädel.